Netflix. No, Netflix. Eine weitere E-Mail hat mich erreicht, die ich ziemlich interessant fand. Es geht um den Künstler Bodashi. Ich weiß nicht, wer das ist. Noch nie gehört. Ich bin sehr gespannt. Der Künstler hat 14.800 Abonnenten, also ein ziemlich kleiner Künstler noch. Umso mehr bin ich mal gespannt auf die Musik. Ich bin gerade interessiert an etwas Neues, ja, und habe damit auch keine Probleme, mir neue Artist anzuhören. Also, es ist anscheinend ein Clip, directed by Vitali Slodunyu. Vitali. Ein emotionaler Song. Es hört sich sehr emotional an. Sehr schön. Okay, das ist anscheinend kein Artist, sondern eher eine Band, aber der Song ist wow. Also ich sag's euch ehrlich, wow. Sehr coole Melodie, cooler Rap dazwischen. Die Hook ist stark. Dieses Piano, ich finde das gut. Ich finde den Song echt mega. Geiler Song. Ich habe noch nie von ihm was gehört, von diesem Artist. Interessant. Oder Artist oder Band, besser gesagt Band. So. Wow. Boah, der Anfang ist so schön. Der Anfang ist so emotional irgendwie.
Geil. Falls ihr den noch nicht kennt, hört euch das an. Vielleicht gefällt er euch auch. Danke fürs Zuschauen. Yeah. Tschüss. Newschool-Schlampen sind auf Maniküre Looks. Haben mehr Farben auf den Fingern als auf Packung Fruity Loops. Gucci-Tiefe wie auf Fashion Week. Klamotten Second Deal. Sie tragen Bodybag im Wert eines Happy Meals. Durek, Bandana, Gang Clips, Montana. Cash, Money, Flow und G-Band von Blendern. Deine Daytona ist leider fake. Deshalb kommst du zu all deinen Shootings zu spät.